So, das ist jetzt so die Arbeit, um dem Flügel den richtigen Klang zu geben. Das ist intonieren. Man hört jetzt Unterschiede im Klang des Tones. Die werden angezeichnet. Wenn die angezeichnet sind, wird die Mechanik wieder aus dem Flügel genommen. Dann werden die Hammerköpfe oder die Hammerstiele unterstützt. Und dann werden die Hammerköpfe gestochen, um den Klang den anderen Tönen anzupassen. Ich bin jetzt hier schon eine Stunde ungefähr am Intonieren. Deshalb sind nicht mehr alle Töne angezeichnet, nur noch einzelne. Und um den Hammer die richtige Form wiederzugeben, durch das Stechen platzt er ein bisschen auf, wird er hinterher noch einmal kurz mit sehr feinem Schleifpapier abgezogen. Beim Intonieren ist es sehr wichtig, was man erreichen will. Dementsprechend sticht man an verschiedenen Stellen oder verschieden tief, um den Klang, den man erreichen möchte, zu erzielen. Nach dem Stechen werden die Töne, die angezeichnet sind, sofort wieder die Markierung entfernt, weil das Auge mithört und dementsprechend dann die angezeichneten Töne als unterschiedlich empfindet. Das ist eine subjektive Sache, die man aber sehr gut nachvollziehen kann, wenn man Töne anzeichnet, die eigentlich gar nicht zu intonieren sind und dann jemanden abhören lässt. Der sieht die Zeichnung auf der Taste und sagt sofort, das Gehirn, aha, da muss was sein, also hört man da auch was. Deshalb wird die Markierung immer sofort wieder entfernt. Diese Arbeit wird 3-4 Mal gemacht, weil sich der Hammerkopffilz auch leicht wieder verändert. Und dann wieder ein bisschen anders klingt. Insgesamt gibt es Flügel oder Hammerköpfe für Flügel, wo man nach 2 Stunden Intonieren sagt, der klingt gut und der ist fertig. Und dann gibt es Hammerköpfe, wo man nach 8 Stunden immer noch sagt, da ist jetzt die Hälfte erledigt.